Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar einer meiner Lieblings-Super Nintendo-Titel. Ihr seht es schon, Secret of Mana. Ich bin jetzt drauf gekommen, weil jetzt das Remake quasi angekündigt wurde. Das soll ja Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ich glaube für PS4 und für den PC auf jeden Fall. Und auch die 2D-Grafik denn durch 3D-Grafik ausgetauscht werden soll. Sie betonen aber, dass der Stil beibehalten wird, aber naja. Ehrlich gesagt gibt es jetzt nicht so viel zu verbessern. Ich finde es eigentlich schade, dass sie nicht einfach die vorhandene 2D-Grafik ein bisschen besser gemacht haben. Die ersten Screenshots, die ich dazu gesehen habe, die waren auch, also weiß nicht, das sah irgendwie billig aus. Und da wollte ich euch einfach zeigen, wie gut das Spiel heute noch aussieht. Es ist nämlich auf jeden Fall noch spielenswert. So, starten wir mal ein neues Spiel. Und zwar müssen wir unseren Namen angeben, wie es halt bei solchen Rollenspielen üblich ist. Was sehen wir natürlich? Den Panda. So, wie mache ich hier Kleinschrift? Ja, gibt es anscheinend nicht. Dann machen wir halt Caps Lock. Panda und das A. So, starten wir. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um das Mana zu kontrollieren. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrscht wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Hier sehen wir den Super Mode 7-Effekt von der Karte. Damals hat mich das echt weggehauen. Aber so schlecht sieht es heute ja gar nicht aus. Hey Jungs, wartet auf mich! Hey! Sei still! Wenn der Dorfältest uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Komm, den müssen wir finden. Hilfe, ich falle! Ah! Ja, und die Kollegin rennt natürlich weg. Ich hoffe, um Hilfe zu holen. So. Und da sehen wir schon. Aua, mein Kopf. Und nun, wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Da sieht es schon, die Grafik ist doch spitze. Ich weiß gar nicht, warum hier so ein 3D-Remake gemacht werden muss. Ich meine, bei Final Fantasy 7, da leuchtet das ein. Das ist ja so ein früher 3D-Titel und die sind ja so allgemein nicht sehr gut gealtert. Aber hier so ein 2D-Titel, das die stimmt und alles, sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Panda, Panda. Nanu? Da haben wir schon ein Schwert. Das werden wir bestimmt brauchen. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Genau das Schwert. Das scheint man mir anscheinend aus Zelda übernommen zu haben. So. Panda, zieh mich heraus. Ich bin das Mana-Schwert. Wer spricht denn da? Was macht dieses Schwert hier? Urk. Ah, dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Ah, ein Gespenst. Panda, ich bin's doch nur. Das Schwert. Was auch sonst. Ein sprechendes Schwert? Ah. Hä?
Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Na gut. Ich muss ins Dorf zurück. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich finde durch diesen 1A-Stil, das ist zeitlos, das Spiel. Hey, was macht denn ein Pogo-Pusche hier in dieser Gegend? Den mache ich fertig. Das ist auch so ein toller Name. Heutzutage würde kein Spiel mehr Gegner Pogo-Pusche nennen. So, wer das Kampfsystem nicht kennt, ihr seht da unten in der Mitte, seht ihr eine Anzeige. Seht ihr, wenn ich jetzt hier schlage, füllt sich immer so eine Prozentzahl auf. Wenn ihr mit der vollen Kraft zuschlagen möchtet, dann müsst ihr immer warten, bis ihr das aufgeladen habt. Das heißt, ihr könnt nicht einfach Button mischen und zuschlagen, dann sind die Angriffe viel zu schwach und machen keinen wirklichen Schaden. Kann ich euch mal zeigen? Okay, das habe ich umgeboxt. So, hier. Seht ihr, 7 Schaden. 0. 3. Wenn ich das Ding jetzt hier auflade. Zack, 14 und tot ist er. Das heißt, so ein bisschen Taktik ist da auf jeden Fall mit drin. Und ihr könnt nicht einfach nur den Button meschen und den Gegner damit erledigen. Im Prinzip ist es ja so die Übersetzung von diesem japanischen Rollenspielkampfsystem in so eine Art Echtzeitsystem. Ja, da ist noch einer. Man hört schon, diese Musik ist einfach fantastisch. So diese Musikuntermalung. Ich kenne natürlich noch nicht alle Super Nintendo Spiele, die es gibt, aber das gehört auf jeden Fall zu den besten Soundtracks, was das System zu bieten hat. Oh, eine Schatzkiste. Mal gucken, was drin ist. 4 GM, Goldmünzen, das ist die Währung. Geld kann man immer gebrauchen. Pandas Waffenlevel ist gestiegen. Schwert hat recht, Level 1. Sehr schön, ich gucke mal. Genau. Je nach Waffenlevel seht ihr jetzt unten die Anzeige, habe ich durch das Drücken der B-Taste die Waffe aufgeladen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel Level es gibt, aber zum Beispiel Level 10 könnt ihr halt diesen Balken 10 mal aufladen und wenn man ihn loslässt, macht er einen besonders starken Angriff. Das heißt, es ist später dann auch wichtig, diese Waffenlevel hochzubringen, um möglichst stark zuschlagen zu können oder diese Superattacken zu machen. Ich zeige euch das hier mal in dem Beispiel. Zack, seht ihr, 27 Schaden, weg ist er. Verbotener Wald. Gut, da kommen wir her. Wir wollen ja zum Dorf zurück. Ich meine, der Weg ist ja relativ eindeutig. Hier kann man sich ja zum Glück nicht groß verlaufen. Level 2. Sehr schön. Ihr seht unten an der Lebensenergie. Ich habe auch was dazu gekriegt. Ihr müsst jetzt nicht wie in anderen Rollenspielen hier jetzt groß irgendwelche Charakterwerte verteilen. Das ist also schon relativ simpel gehalten, was eigentlich dem Spiel ganz gut kommt, würde ich sagen. Also man kann es locker runterspielen und es ist jetzt quasi von diesen Werten her nicht allzu komplex. So. Jetzt sind wir wieder im Dorf. Sehr schön, haben wir unseren Weg zurückgefunden. Ein Fremder ist zu uns ins Dorf gekommen, ist im Haus. Aha. Ah, das sind ja meine Kollegen. Panda, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen uns nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Och, sauer gemein. Ihr Idioten, es wäre besser gewesen, ihr hättet dort nie gespielt. Nanu? Panda?
Was hast du denn da in der Hand? Oh nein, das ist... Cool, du hast etwa den Schatz gefunden? Auf, lass uns kämpfen. Was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich. Das Mana-Schwert? Dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein steckend war das Mana-Schwert unser Schutz vor den dunklen Mächten. Deshalb sind plötzlich all diese Monster erschienen. Also die Pogelpusche nehme ich mal an. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Ja, das sind ja echt beste Freunde, die wir uns hier gesucht haben. Boah. Hey, hör auf damit. Du bist an allen schuld. Alles wegen dir. Du Vollidiot. Bitte lass das. Bah, ein Erdbeben. Und plumps fallen wir runter. Ah, gut, dass wir das so unterschrieben haben. Hilfe, ein Monster. Oh je, das sieht etwas größer aus. Tu doch was, du hast ein Schwert. Los. Hey Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. Okay, alle Monster. Boah. Wie ich denn da jetzt groß ausweichen können? Hey, das ist gemein. Ich kann mich gar nicht bewegen. Da kann ich ja nicht viel beobachten. Also da kann ich wirklich gar nichts machen. Irgendwie ausweichen oder so. Klatsch. Tot. Hey Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Ja, ach. Oh, er hat uns wieder beliebt. Sehr schön. Das ist ja, dass ich mit voller Kraft zuschlagen muss, ist das nicht das Problem. Aber ich kann weit weg sein, der kloppt mich um. Aber ich schätze mal, es wird erstmal so eine Art Übungskampf sein. Ja. Im Zweifel muss man vielleicht so weit wie möglich von dem weg sein, damit der alte nicht hauen kann. Das habe ich getroffen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Denn er haut einem bewusstlos für eine gewisse Zeit, kommt dann zu einem und haut da an. Ja. Bäh. So, komm mal her. Oh. Da frage ich mich echt, kann man den theoretisch ausweichen oder. Hey Junge, ich habe eine Idee. Halt das Schwert vor dich und warte, bis es 100%. Ja. Also das. Ah, und tot. Also das mit dem Schlagen, das war unser geringstes Problem, würde ich sagen. Und weiter geht's. Schwertohr behalten. Ach, sehr schön. Die kann man dann nachher noch gebrauchen, damit man die Waffen upgraden kann. Dann müssen wir aber erst den Schmied finden. Du hast ihn besiegt. Warte, ich ziehe dich nach oben. Dann mach das. Bah! Jetzt ist er nicht mehr so mutig, hä? Hm. Es scheint dies echte Mana-Schwert. Aha. Weiter. Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Und du bist jedoch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Es kommt der andere Kollege noch.
Panda, der Älteste, will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Alles klar, dann haben wir unser nächstes Ziel. Aber dann gucken wir mal zuerst, was dein Dorfälteste zu sagen hat. Ältester Panda muss hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh Panda. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Und du hast dieses Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Das ist aber auch gemein. Also gut, wer ist dafür, dass Panda geht? Alle die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab. Verschwinde endlich. Bist du bald weg? Die sind aber echt gemein, ne? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Naja. Kriege ich hier mal etwas Proviant mit. Mal gucken, was drin ist. Ja, 50 Goldmünzen. Besser als nichts, würde ich sagen. Ist die auch so stinkig auf uns? Ach, die will gar nicht mit uns reden. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Ach, sind wir wieder so ein Waisenkind. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich habe es dir ja schon einmal erzählt, aber deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie ein Sohn, doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Ach ja. Naja, er kann ja nichts dafür, wenn die anderen mich jetzt unbedingt weghaben wollen. Hast du alles? Ja, ich denke mal schon. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab! Soweit ich weiß, bis zum Ende des Spiels kommt man auch wirklich nicht mehr in dieses Dorf rein. So, was haben wir hier? Ein Schild? Ganoni Reisebüro. Okay. Gucken, was wir hier drin haben. Bonbon. Ach, sehr schön. Damit kann man, glaube ich, Lebenspunkte wiederherstellen. Wollen wir mal zum Reisebüro schauen. Ciao bello! Wie die Kanoni-Brüder haben fast überall ein solches Reisebüro. Übrigens, Viktor hat bereits dein Ticket bezahlt, falls du zum Wasserpalast willst. Ach ja, warum auch nicht, ne? Guten Flug, auf in die Kanone. Kanone? Oh. Reisebüro. Naja, ist wahrscheinlich bequemer als mit Ryanair zu fliegen oder mit Air Berlin. Sehen wir nochmal die schöne Weltkarte von oben. Und bam. Wen haben wir hier? Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Ja, 1A. Könnt ihr gerne machen. Auf geht's, Panda. Alles klar. Sieht auf jeden Fall sehr wasserig aus. Gut gesichert. Warum auch immer. So, und jetzt? Hey Süße, wo ist diese Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön dich mal wieder zu sehen. Willkommen. Das soll Aquaria sein, die 200 Jahre alt ist? Die zu komische, rote, gruselige Augen, oder? Hm. Sieh an. Das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Ja.
Aquaria. Überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß. Elbe und Flut brachten mir bereits diese schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer. Deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffen-Orbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichel-Anbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solche Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Habe ich ja gesagt, wir müssen uns einen Schmied suchen. Ich meine, das wäre ein Zwerg gewesen. Aquar hat mich alles gelehrt, was man wissen muss. Ich erfuhr von ihr über die Mana-Energie, die unsere Welt beherrscht. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende der Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz des Mana-Samen da sind. Die haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und male den König. Okay. Die Kollegen von Pandoria, die waren ja da gerade vor der Tür. Das scheint ja mit dem bösen Imperium, ich sag mal wie klischeehaft, ja nichts zu tun zu haben. Und du, Panda, geh zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge, auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Macht Sinn. Panda, wovor hast du solche Angst? Schwert, Festung, oh, Schwert. Das ist das Mana-Schwert. Aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Na, das wird ja nicht so einfach. Na gut, ich glaube, ganze Gelaber, das sparen wir uns jetzt. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit deinem Schwert. Mach mal doch. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Und du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Und jetzt, von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Hurra! Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Und du musst sie alle versiegeln. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher vom Mana-Rittern benutzt. Lanze. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens gibt es noch weitere Waffen, wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Das Spiel speichern? Ja, sicher. So, nehmen wir den. Aha. Toni und Sascha haben das anscheinend vorher gespielt. So. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Nava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Alles klar. Also südlich durch die Stadt zum Elfenteich. Dann würde ich sagen, dass wir uns auf jeden Fall mal die Lanze ausrüsten. Ja, die hat etwas mehr Schaden, das seht ihr ja oben. Habe ich es jetzt ausgerüstet? Ja. Das Ringmenü ist ja auch bekannt. Ne? Ist halt trotzdem ein Schwert. So, damit haben wir noch etwas mehr Reichweite dann.
sind die Kollegen hier vorne ja auch wieder weg. Ja, 8 Samen müssen wir holen. Das riecht ja stark nach 8 Dungeons. Wahrscheinlich plus Mana-Festung oder ähnliches. Mit jeweils ein Endboss wahrscheinlich. Also der grundsätzliche Aufbau ist, sage ich mal, normal. Oh, ein Schlag. Ich mag die Lanze. So, mal gucken, wo es dann geht. Zum Bucherkater. Der ist, da kann man Sachen kaufen, wie zum Beispiel diese Bonbons und so weiter. Der ist aber verdammt teuer. Dafür ist er halt auch in sowas wie in den Dungeons quasi da. Man muss ihn leider quasi des Öfteren mal Gefahr, Regel Goblins, quasi in Anspruch nehmen. Pilz. Aber man macht es eigentlich nicht gerne. Aber momentan haben wir jetzt keine Nötigkeit. Das Gute ist auch hier, dass sie einen, wenn sie quasi einmal umgekloppt sind, auch nicht unbedingt verletzen. Kann man immer schön zur Seite schieben. Ja, na toll. Es gibt auch böse Schatzkisten anscheinend. Ja, wir sind so tickt. Kommt hier nicht runter. Ah, Level Up, wird man automatisch geheilt. Sehr schön. Quelldorf, Pantoria. Wir müssen ja durch Pantoria durch. Ins Quelldorf dürfen wir. Na. Dürfen wir eh nicht mehr durch. So. Blumen als Gegner. Ja. Heilkräuter. Sehr schön. Ich glaube, die heilen Vergiftung. Können wir hier eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ich gehöre aber leider immer zu der Sparte, die die Dinger hortet und nie benutzt. Weil man könnte sie ja irgendwann mal gebrauchen, wenn sie wirklich kriegsentscheidend sind. Und beim älteren Spiele mit Dutzenden von den Dingern im Inventar hat sie nie benutzt. Aber man weiß ja nie. Schlechte Zeiten und so, ne? Es lohnt sich hier auf jeden Fall auch übrigens, alle Gegner immer zu erledigen. Jetzt muss ich mich heilen. Ich glaube, ein Level Up ist erstmal nicht in Sicht. Weil dadurch kriegen die Charaktere auch Erfahrungspunkte. Ich weiß noch, als ich es damals durchgespielt habe, vor dem großen Endboss, dass ich bestimmt stundenlang irgendwo Erfahrungspunkte gegrindet habe, um einfach eine bessere Chance zu haben. Wobei das auch damals, das ist auch eine Besonderheit des Spiels, dass ich mit einem Kumpel gezockt habe. Also es kommen ja noch quasi zwei weitere Charaktere zu eurer Party hinzu. Und die können beide durch andere Mitspieler gesteuert werden. Was ich wirklich eine 1A-Sache finde. Vor allem für Rollenspiele ist das nicht unbedingt normal. Und dadurch macht das Ganze natürlich einfach mehr Spaß. Ne? Deswegen immer die Kollegen hier umboxen, dass man auch schön die Erfahrungspunkte mitnimmt und dadurch mehr Leben hat. So, Quelldorf, unten ist Pandoria. Wunderbar. Dann sind wir jetzt in Pandoria. Ich würde sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind knapp vor einer halben Stunde. Dann war es das für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich plane so die Let's Plays etwas abwechselnd zu machen. Also erstmal plane ich jetzt immer dienstags und freitags das Link's Awakening Let's Play zu machen und mittwochs kommen jetzt immer die Secret of Mana Let's Plays. Montag und donnerstags kommen meine normalen Folgen mit Was Taugt, wo ich mir Spiele genauer anschaue. Das soll erstmal so der Sendeplan sein, es ist aber auch den Stein gemeißelt, also verlasst ihr euch nicht drauf. Ich versuche das so durchzuziehen. Und ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Und wenn ihr gerne Anregungen habt oder ähnliches, einfach in die Kommentare rein. Ansonsten, macht's gut. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.